Hallo meine Lieben, heute mache ich für euch eine Mango-Kokos-Süßigkeit. Dafür benötigen wir Kokosraspeln, Mango, Kokosmehl, Zucker, Milchpulver, ein paar Mandeln und eine Tasse Milch. Die Mango gebe ich in einen Topf und damit sie beim Kochen nicht anbrennt, gebe ich noch etwas Wasser dazu. Außerdem füge ich ca. einen Esslöffel Zucker hinzu und lasse alles für 10 Minuten kochen. Nachdem die Mango weich gekocht ist, püriere ich sie zu einem Brei. Ich gebe die Milch in eine beschichtete Pfanne und stelle den Herd auf eine niedrige Stufe. Außerdem füge ich den restlichen Zucker hinzu und rühre alles kräftig um. Jetzt kommt das Milchpulver hinzu, außerdem kann ich noch das Mangomus dazugeben. Alles muss immer kräftig gerührt werden, damit es nicht anbrennt. Das Ganze muss ich bei schwacher Hitze unter ständigem Rühren kochen, damit die Flüssigkeit verdampft. Jetzt muss ich nur noch das Kokosmehl dazugeben und alles wieder richtig kräftig verrühren und aufpassen, dass nichts anbrennt. Jetzt sieht man, dass die Flüssigkeit verdampft ist und meine Masse ist fertig. Jetzt braucht sie nur noch etwas auskühlen. Nun kann ich auch schon meine Süßigkeit formen. Danach wälze ich sie in Kokosraspeln und gebe ein Stück Mandel hinein. Wenn euch das Rezept gefallen hat, abonniert bitte meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.